Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Madden 25. Wir sind im Lambeau Field, dem Heimfield der Green Bay Packers. Und damit sind wir zum Division Match bei Green Bay zu Gast. Also mit unserem Star Quarterback, werde ich ihn mal nennen heute, in Euphorie, Mike Mahler. Während in der echten NFL jetzt endlich Crunch-Time ist, geht es hier bei uns ja immer noch um die Division im Moment zwischen den Detroit Lions und eventuell sogar uns. Und deswegen sollten wir natürlich im direkten Duell mit dem Division-Team heute siegreich sein. Hier seht ihr nochmal Frazier, den Ex-Coach mittlerweile der Vikings, der ja letztes Wochenende, glaube ich, entlassen worden ist. Das heißt, Minnesota sucht einen neuen Coach. Wir brauchen ihn nicht, da wir ja auch das Playbook von Jim Harbaugh nehmen und einen neuen Quarterback aus dem Hut gezaubert haben in Form unseres Stars Mike Mahler. Hat es Frazier bei uns ein bisschen einfacher als im echten Leben. Und ihr seht, der Coin Toss ist vorbei. Hier seht ihr die Packers, die haben Angst. Zwei Siege haben sie erst erzielt und wir sind heiß. Adrian Peterson und Mike Mahler müssen es heute retten. Und ihr seht natürlich jetzt, ich habe mich natürlich für Defend entschieden. Das ist wohl logisch nach dem Kickoff. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Aaron Rodgers zu bieten hat. Der ist absolut unter Wert momentan mit seinem Team steht, beziehungsweise eher unter Wert steht. Sein Team wurde ja nicht und ihr seht es ja, Rodgers legt gleich los hier. Die sind schon an der 32 mittlerweile angekommen, das ist gefährlich. Es bleibt gefährlich. Ja, da sind sie, incomplete pass. Und damit gibt es ein Field Goal für die Packers zum Auftakt. Passt uns nicht so gut. Ja, und wir müssen anfangen an unserer heimischen 20 und wir spielen selbstverständlich dann auch die Read Option aus. Das ist ja wohl klar. Erster Spielzug, erster Drive für uns und dann gleich ein Quarterback-Lauf über Mike Mahler. Immerhin 6 Yards Raumgewinn für unseren Quarterback. Eine Read ist immer was Hübsches. Kann er ruhig öfter bringen, der Jim Harbaugh. Sollte ich in die Playoffs kommen, werde ich die Spielzeit auch um 2 Minuten oder um 1 Minute, gucken wir mal, verlängern auf jeden Fall. Jetzt gucken wir erst einmal weiter auf diesen Spielzug. So, Mahler. Und da ist selbstverständlich Rudolph. Ah, jawohl, der ist er wieder. Kai Rudolph. First Touch. 11 Yards. Raumgewinn für den Guten. Der gute Catch von ihm, das ist einfach der Talent hier der Vikings, ist einfach unersetzlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich bei den Patriots über Gronkowski sage, trifft hier auf Rudolph noch deutlich, deutlich mehr zu. Das ist schon überragend, was der Typ anbietet. Kann man echt gerne sagen. So, Mahler auf Peterson. Überraschenderweise wird unser MVP oder ja, unser MVP hier. Oi, er wird hart getackelt hier von Matthews. Scheiße, ne, du. Kein Raumgewinn für Peterson. hat er gerade so gemacht, hallo, haben die mich jetzt erwischt? So ungefähr hat er gerade geguckt. Tja, AP muss auch mal damit leben, dass solche Spiele für ihn anstehen. Das ist nun mal so. Ein hochinteressantes Konzept hier gerade, was ich hier sehe. Gucken wir mal, der Pass kommt bis so, eieiei, in die Coverage rein. Den hätte man noch abfangen können, damit haben wir schon einen wichtigen dritten Versuch im dritten, ja, nach einem, eieiei, im dritten wollte ich nicht sagen, sondern im ersten Drive. Und Shotgun, Mahler muss jetzt punkten, wie auch immer. Jennings geht durch, ja, okay, Jennings geht durch, Shotgun. Ah, Sack, fuck off, zu spät reagiert. Ah, fuck off. Ganz schlechter erster Drive für uns. Und ich habe mich verdrückt. Ich habe nicht RB gedrückt. Ich habe die Tasten drunter gedrückt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Raumverlust, Punt und einen 18-Yard-vierten Versuch im ersten Drive erspare ich meinem Team dann doch. Gut, gehen wir mal zurück in die NFL, während wir hier punten. Wir können jetzt eh nichts machen. Was glaubt ihr am Wochenende? Wer kommt weiter? Ich sag mal voraus, die Broncos scheitern. Ja, die Broncos werden scheitern. Weil ich kann Peyton Manning nicht leiden. Und gehe mal davon aus, die Patriots werden eine richtig harte Nuss kauen mit Luck und den Colts. Ich hoffe, dass die Patriots weiterkommen. Glauben, boah. Ich bin unentschlossen. Wie gesagt, ich hoffe jedenfalls darauf, dass die Patriots weiterkommen. Ich hoffe selbstverständlich, und das Spiel der Spiele für mich, die Panthers gegen die Niners. Und ich sage euch ganz ehrlich, Carolina hat durchaus, während das erste Viertel hier bei uns rum ist, durchaus Siegchancen gegen die Niners. Und ich prophezeie, dass die Mannschaft mit den hübschesten Auswärtstrikots der NFL, während wir hier schon wieder in Anführungsstrichen Schwulitäten geraten, oh Mann, Touchdown, Green Bay, 10-0.
Jetzt müssen wir langsam mal Gas geben hier. Und ja, wie gesagt, ich prophezeie, dass die Niners ein richtig hartes Spiel haben werden. Das sage ich euch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Panthers das Ding rocken. So, nachdem die Ravens raus sind, das habe ich auch noch nicht erlebt. Baltimore Ravens als Champion kriegen es nicht auf die Reihe. Und Adrian Peterson erneut gestoppt von Hawk hier im ersten Run. Was müssen wir jetzt tun hier, ja? Liebe Freunde, wir haben gerade ein richtiges Problem in der ersten Halbzeit hier. Es steht 10 zu 0 für Green Bay. Und Adrian Peterson, jetzt kommt er endlich mal. AP ist durch, aber es reicht nicht zum First Down. 7 Yards nur Raumgewinn. Das ist ganz schön wenig. Jawohl, das ist ganz schön wenig. Jawohl, jetzt sollten wir einen schnellen Pass auf Peterson werfen. Shotgun. Peterson bleibt stehen. Da ist er, kriegt er. Wunderbar. First Down, endlich. First Down, Mahler und Peterson im Zusammenspiel. Den können wir uns gerne mal angucken. Ratzfatz geworfen, wunderbar. Diesmal habe ich mich auch nicht verklickt. Schön nach oben. Und ja, natürlich gut. Da kann er nichts rausholen. Das war auch nicht wichtig. Und wieder die Read. Ihr wisst, was das heißt. Ich sage extra nichts, ja? Ich sage extra nichts. Auf geht's. So, Play Action Fake. Mike Mahler. Mike Mahler, First Down und mehr! 2-Minute Warning und das war ein richtig guter Spielzug vom Quarterback hier. Frazier, du brauchst den Arm nicht heben, du hast gar nichts damit zu tun. Schönen Dank an Jim Harborough. Meine Fresse, endlich mal ein guter Lauf auch von unserem Quarterback und erneut ist Wright die Option. Also die Spielzüge momentan, ich kann sie nicht ganz nachvollziehen schon wieder. Wieder Gun. Gut, ist natürlich bei Kaepernick auch nicht wunderlich. Und da kommt er nicht an! Wright ist fallen! Oh, da droppt ihm, ich glaube das nicht. In die Hand geschmissen und Wright lässt fallen. Der alte Lutscher, Junge. Gott sei Dank ist noch kein Playoff-Zeit, sonst wird sich hier ausrasten hier. Okay. Auf der Curl. Das sieht nach Jennings oder Patterson aus. Patterson und Jennings spielen eine kleine Rolle nur in unserer Planung. Da wollte er es ganz offen da. Jennings, das will ich meinen. Den fängt er gut, der ist ganz offen. Der Wurf war nicht ideal, aber Jennings fängt den zum First Down. Mann, du. Also wie gesagt, die beiden Patterson und Jennings spielen nicht die obergeordnete Rolle. Es sind dann doch öfter Kyle Rudolph oder auch, ich screene auf Peterson, glaube ich, Kyle Rudolph oder eben Adrian Peterson, die Anspielpartner sind hier. So, Screen. Oh, scheiße, der ist schon durchschaut. Peterson kann sich da nicht durchsetzen. Den hätten wir uns sparen können. 3 Yards Raumverlust. Eine ganz dumme Entscheidung. Wir nehmen erneut die Curl Route. Und da ist immer Jennings offen und da ist auch immer Peterson, Patterson offen. Was tun wir? Jetzt ist Patterson mal durch. Jawohl, da hat er auch seinen First Catch. Und das ist ein First Down. Jawohl, das ist ein First Down. Malaria geht gut hier. Ein Drecks-Zuspiel folgt ein gutes, kann man sagen. Wobei er für den Drop von Wright kann er ja nichts, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So, das sieht verdammt nach Blitz aus. Rudolph, mach dich raus, Jung. Oh, in die Coverage, was macht er denn? Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Wieder die falsche Taste, was ist denn morgen los mit mir? Mann, das war überhaupt nicht auf, genau. Ich wollte gar nicht auf Rudolph spielen, Mann. Das ist zum Kotzen. Was mache ich hier für eine Scheiße, du? So, auf geht's. Shotgun. Rudolph ist jetzt offen und wieder ist einer da. Das gibt es nicht. Der Tight End kommt nicht dran. Und Mahler hat auch nicht gerade viel Zeit hier. Und da seht ihr, Third Down Conversion. Wir müssen jetzt punkten, verdammte Hacke. Wir müssen jetzt punkten. Mahler erneut aus der Gun. Und da kommt der Sack fast und da kommt der gute Wurf und nein, ich glaube das nicht. Was macht Wright da, dieser alte Penner? Oh, der droppt den zweiten. Nee, ich glaube das nicht. Aber wir sind nun mal kein Spitzenteam, wir stehen echt gut da. Aber da seht ihr es halt dann, dass in der Tiefe dann doch nicht jeder Spieler so top ist, wie wir es gerne hätten. Das war ja fast ein sicherer Touchdown, den Wright da droppt, ey. 1 Yard oder 2 Yards vor Schluss. Und was haben wir? Wir haben Field Goal durch Walsh. 3 zu 10 hinten. Schöne Scheiße auf gut Deutsch. Und 45 Sekunden Playtime. Jetzt können wir hoffen, dass Rodgers so eine Scheiße weiterwirft. Wunderbar. Wir haben 17 Sekunden, um vielleicht noch irgendwas rauszuholen. Ja, mit einem Counter an der eigenen 21. Ich weiß ja nicht. AP, da musst du richtig rausholen jetzt. Und vielleicht danach ein Monster-Field-Goal zu versuchen. Adrian Peterson läuft sein eigener Mann nicht durch. AP. 10 Sekunden. Ich nehme die Auszeit.
Ich nehme die Auszeit. 8 Sekunden vor Schluss. Der erste gute Lauf von Peterson hier. Und wir nehmen logischerweise Timeout. Wir müssen noch einen guten Pass anbringen und dann in Field Goal Range zu sein. Boah, 6 Sekunden ist jetzt nicht mehr. Oh, Holy Mary. Das ist mutig. Das ist mutig. Gerade bei den Pfeifenköpfen, die da heute schon gedroppt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, auf geht's. Maler in die Shotgun. Und jetzt muss er werfen. Wir werfen da hinten rein. Coverage. Abgefangen. Das Ding ist aus. Die Halbzeit 3-10. Keine Chance. War trotz allem ein Versuch wert. Ich hätte anders gespielt. Ich bin aber nicht der Coach. Egal. Peterson Run, so schön er auch war, hat natürlich auch viel Zeit von der Uhr genommen. Hatte also auch was Negatives. Tja, und damit ist es soweit. Es ist Halbzeit. Und ihr seht es, wir haben gerade mal 31 Passyards auf die Reihe gekriegt. Und Aaron Rodgers ist hier deutlich überlegen derzeit. Er ist ja eigentlich auch eher der All-Star und wir sind der, ja, Rookie, muss man so sagen. Trotz allem hatte ich mir jetzt irgendwie was anderes erhofft. Ich meine, es ist hier ein Division-Spiel und hier geht es um alles. Hallo Leute, es geht darum, dass wir hier an den Lions dranbleiben, die ja echt irgendwie, ich weiß gar nicht, was denn ihr Problem ist, die gehen ja komplett ab. So, gut auch an hier, Patterson, nicht in der Lage, das First Down zu holen. Aber immerhin, 22 Yards hat er schon mit 2 Catches. Es geht dann doch schlechter. Hier seht ihr es noch einmal. Gut gestoppt und ja, ein bisschen in den Rücken geschmissen von Maler hier. Das ist nicht gerade perfektionistisch, wie ich nun mal bin in so einem Spielzug. 2 Yards brauchen wir. Und die sollte AP holen jetzt, nachdem sie in dem ersten Durchgang kalt gestellt haben. Na also, da ist es. First Down für die Vikings. Und wir spielen wieder einen Counter. Und ihr seht es hier. Ja, genau. Also Peterson ist nicht Peterson, wenn er nicht seine 100 Yards voll machen darf im Spiel. Unser Trainer passt auf, beziehungsweise Jim Harbaugh passt auf, dass das Ego von Frank Gore in seinem Fall natürlich passt. Und hier haben wir AP erneut mit einem guten Lauf. Wieder 8 Yards für ihn. Zweimal ist er durchgebrochen, muss man ja nur auch sagen. Und das sieht nach einem Pass auf Felton aus. Das wäre interessant, der droppt den doch sowieso. Gucken wir mal, ob Felton droppt. Jennings jedenfalls kommt weiter. Und jetzt hat Felton den gedroppt. Na gut, der Wurf war natürlich auch ein bisschen zu früh vielleicht, ein bisschen Panik gehabt. Kein guter Wurf von Maler, da konnte er noch warten. Fraser sollte sich beruhigen. So, wieder wichtiger dritter Versuch an der Mittellinie fast schon. Und Leute, jetzt geht's hier richtig ab. Und Adrian Peterson macht natürlich das First Down. Also, auf den Jungen kann man sich dann doch zwischendurch wieder verlassen. 57 Yards heute erst für AP. Wow, die Man in Purple unter Druck. Und ich merke es so ein bisschen. Mein Herzschlag schlägt deutlich höher. Und jetzt bin ich gespannt. Eine Big Play Route auf Jennings. Ich könnte ja mal eine falsche Taste drücken und Interception schmeißen. Nein, will ich natürlich nicht. So, lange Zeit Jennings. Ach, natürlich zu weit, ja, zu weit unten. Selbstverständlich nicht hoch genug. Aber das ist auch die, das ist nicht gerade die Stärke unseres Malers. Das hat man ja auch gesehen. Da kann er noch nicht so mit den, ja, die High-Risk-Pässe, die sind noch nicht so seine Welt. Das ist einfach so. Er kann eher die kurzen, muss man ehrlich sagen. Aber heute sind wir auch ein bisschen hier im Griff, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt ist Patterson auf ein guter Wurf von Maler und wieder hat Patterson, oh, den gecatcht, aber ein Injury-Timeout für ihn. Das wäre bitter, ja. Fraser fängt an zu weinen. Holt mal Tempos, Leute. Das, oh ja, an der Rippe anscheinend. Das sieht nicht so gut aus für Patterson. Ihr seht, ihr ist 3 Catches, insgesamt schon 46 Yards. Jennings und er sind die beiden Receiver, die es drauf haben bei uns. Der Rest droppt sehr gerne die Bälle. AP bleibt diesmal hängen. Bleibt diesmal hängen. Nur 3 Yards Raumgewinn für Adrian Peterson. Ja, Leute. Selber Spielzug? Auf Jennings in diesem Fall. Ich verstehe es nicht. Ich muss es auch nicht verstehen, ganz ehrlich. Ich muss es nicht verstehen. Jim Harbaugh verlangt viel anscheinend hier. Und jetzt ist er raus. Genau, jetzt ist er raus. Den. Oh nein. Nee, gut aufgepasst da von der Defense. Und dritter Versuch erneut. Wir brauchen jetzt. Ich weiß nicht, warum er auf Touchdown unbedingt sofort geht hier. Rudolph. Raus auf Rudolph. Das wäre es ja mal wieder. Einmal mehr Kyle Rudolph. Hopp. So, der Handruf kommt. Rudolph kommt. Rudolph ist drauf. Aber 2 in der Coverage. Was ist? Den hat er! Ich glaube, das ist der Catch, der Junge! Kyle Rudolph! Love this guy, Mann, Alter!
das ein Crunchtime-Player, oder? Scheiß die Wand, wenn man so sagen darf. Ach du Scheiße, habt ihr den Catch gesehen? Überragend, überragend. Er kriegt die Füße ins Feld, Alter. In eine Zwei-Mann-Coverage rein. Kyle Rudolph, der Tight End hier. Der ist überragend. Und was sehen wir hier? Nein, wir wechseln selbstverständlich. We return soon. Ich will nichts riskieren. Wir haben noch was vor. Und wir wechseln hinaus. Das hat keinen Sinn. Halte ich wenig von. Ich gehe kaputt hier, Alter. Kyle Rudolph. Überragender Catch. Vielleicht ist das das Play des Moments. Maler. Maler, Touchdown. Yes, baby. Ausgleich. Touchdown für unseren Pro. Ich trinke einen Schluck Kaffee drauf. Ja, feiert euch, Mann. Touchdown für die Man in Purple. Und das hat noch gar nichts zu bedeuten. Es steht 10-10. Wir sind zwar wieder im Spiel, aber das heißt nichts hier. Weiter geht's. Ganz stark ausgewichen hier. Jawohl, so macht man das. Überragend. Und da hat keiner mehr mit gerechnet. Und deswegen, es ist ja auch nicht unser Playbook. Ja, Frazier, feier dich. Wir brauchen dich bald nicht mehr. Nein, 10-10. Ich bin ein bisschen gehässig hier, ne? Ist halt so. So, 10-10 also. Und Aaron Rodgers wieder am Zug. Bei noch 47 Sekunden jetzt auf der Playclock im dritten Quarter. Und ihr seht, jetzt sind auch die Packers nicht mehr ganz so in Topform. Also der große Lauf von Rodgers ist vorerst beendet, was nichts heißen mag. Wir sind 5 Minuten vor Schluss. Und wenn Green Bay jetzt mal droppt, oh. Johnson lässt ihn droppen und damit haben wir an der eigenen 29 den Ball. Bei 10-10, wir haben alles im Griff bisher. Oder wieder, wir sind jetzt am Zug. Und ich sag's nochmal, Kyle Rudolph, Man of the Match bisher. Einmal mehr. Und jetzt ist der Thailand wieder durch. Den wirft er gut. Und ach, schade. Ja, Dreimann-Coverage um ihn drumherum. Also ich finde schon, dass es ziemlich gewagt ist heute, das Playbook. Muss ich ehrlich zugeben. Es ist ein bisschen gewagter als sonst. Und erneut Shotgun. Gut, Colin Kaepernick ist halt eher so der Shotgun-Quarterback. Hopp. Ach, war gar keine Shotgun. Jetzt habe ich mich auch noch verguckt. Immer noch. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Da ist die erste Interception des Tages und die werfen ausgerechnet wieder auf Hayward. Ah, ein Tick zu früh, ihr seht jetzt, und der wäre durch gewesen sonst. Ein Tick zu früh kommt der Ball. Und jetzt ist alles aus, fürs Erste zumindest. Das ist auf jeden Fall an der 29, das sind Punkte für die Packers, da müssen wir einfach von ausgehen. Ja, da ist First and 10 und jetzt gibt es natürlich, hoffentlich hält die Defense, nein, First and Goal. Und da ist der Touchdown. 3 Minuten 30. Scheiße. Anders kann ich es nicht nennen. Ah, aber der Junge kann doch nicht in jedem Spiel fett sein. Und da muss ich mich trotzdem ärgern. Das war einfach eine Sekunde zu früh gedrückt. So einfach ist es gewesen in dem Fall. Einfach eine Sekunde zu früh. Mehr war es nicht. Dann wäre er durch gewesen. Shotgun wieder. Jetzt guter Catch mal von Wright. Der holt sogar noch ein paar Yards raus und geht ins Aus. Wunderbar. Erster Catch heute. Wie gesagt, diesen haben wir uns ganz alleine zu schreiben bisher. So viel wir uns auch feiern, da muss man ganz klar sagen, Fehler von uns, beziehungsweise Fehler von Mike Mahler und natürlich vom Eismännchen, der den Mann ja steuert. Eine Sekunde Wartezeit war's. Oh, Achtung, Sackweite, Gott sei Dank habe ich ihn noch geschmissen. Und die Packers haben geblitzt und er kam durch. War es ein Blitz? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Naja. Also mächtig Druck, 3 Minuten vor Schluss. Wir brauchen Punkte. Das sieht, glaube ich, jeder. Nach dem fetten Fehler hier. Lange Zeit und wieder in die Coverage. Und ja, den kann er nicht. Ich weiß nicht. Wir hätten mehr auf Lauf setzen sollen, trotz aller der Uhr. Also Leute, ich verstehe es nicht ganz. Mittlerweile sollte doch auch unser Trainer gemerkt haben, also beziehungsweise der Trainer von Jim Harbaugh, dass es nicht gerade die Stärke ist in dem Playbook. Na, da sind wir anfällig, das wissen wir doch selber. Und da ist der Sack. Ja, da ist der Sack. Keine Chance, kein Raumgewinn, gar nichts. Wir müssen abbrechen. Die Defense der Packers ist überraschenderweise sehr stark da. Und während wir zu mit dem Warning steuern, müssen wir jetzt hoffen, dass Aaron Rodgers keine Punkte draufpackt. Damit wir überhaupt noch eine Chance haben. Also das war ein schneller Drive. Ein First Down, da war es das. Während Cobb jetzt kommt hier. Ah, guter Hit. Verdammt, das kann ein ganz wichtiges Spiel werden hier und dann kann uns das richtig, richtig Ärger kosten. Die Lions ziehen davon und die haben sogar einen First Down geholt. Ich werde weich. 4. und 6, 1 Minute 39 an der eigenen 4-Yard-Linie. Eieiei. Und keine Auszeit mehr.
Es ist alles andere als eine glückliche Situation hier. So, Mahler auf Adrian Peterson. Der nimmt den Lauf. AP kommt weit. So, komm, no huddle. Weiter, Feuer. Four Verticals. Oh, das ist mutig. Four Verticals ist mutig. Ich find's dämlich. Ich find's dämlich. So, Shotgun und Fahr, komm. Der Erste kann ruhig daneben gehen zur Not. Scheißegal. Viel Zeit für ihn. Rudolph. An der 6. Injury Timeout. Ich werde weich. Nicht aber doch Rudolph. Ah, 1:06 auf der Uhr und Rudolph Injury Timeout. Was uns aber noch glücklicherweise die Uhr anhält, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, trotz allem, das ist natürlich nicht gut. Ich werfe nicht die langen. Ich versuche wieder Allison ins Spiel zu bringen, ganz klar. Der jetzt offen ist und holt Yards. Wunderbar, 1 Minute auf der Uhr. Wir müssen nur ruhig bleiben. 4 Verticals, weiterhin angesetzt. Wir müssen nur ruhig bleiben. Hopp. So, Allison löst sich. Jetzt bekommt hier den Wurf. Und jawohl, Zeit ist rum. Wunderbar. Jetzt würde ich nicht unbedingt 4 Verticals spielen. Gucken wir mal. Andernfalls müssen wir zum ersten Mal eingreifen. Seit langer Zeit. So, Rudolph muss raus. Oh, also in dem Spiel kommt er nicht mehr wieder. Das ist schlecht. Unser Go-To-Guy. Er spielt wieder 4 Verticals. Ich probiere es nochmal. Weil ich ja Allison... Oh, das ist Simpson. Simpson in der Mitte. Jennings soll ihn kriegen. Jennings soll ihn kriegen. Wir werfen ihn in die Endzone. Hat er ihn. Jennings, Touchdown! Yes, Baby! Touchdown! Und damit sollten wir in der Verlängerung sein. Überragend! Überragend! Ein Schluck Kaffee dabei und überragend. Ja, fang an zu weinen, Mann. Ja, wir sind wieder drin im Spiel. Was ein Wurf hier! Was ein Wurf. Gut, dass wir ruhig geblieben sind. Zwei gute Pässe. Und dann hier. Ja, da ist Jennings da. Wie überragend der Wurf jetzt endlich mal kommt. Mensch. Geil, Omar. Endlich mal ein geiler Wurf hier. Ja, da freuen wir uns natürlich zurecht. Es sind 41 Sekunden. Und, warum spielen wir keine... Nee, ist gut. Wir spielen keine Two-Point. Wir haben das den Ausgleich genommen. Ich kann es irgendwie auch verstehen. Und jetzt sind 34 Sekunden an der 20 von Rogers Zeit. Und eieieiei. Ich glaube das nicht. Au, Glück gehabt. Glück gehabt. 1 Sekunde vor dem Ende. Keine Punkte für die Packers. Und damit gibt es Kickoff. Wir haben gewonnen. Was habe ich denn hier verpasst? Interception. Interception. Oh Gott, das war so leicht eben nicht zu sehen. Das gibt es ja nicht. Das Spiel wird auf der Bank entschieden für uns. Interception von Robinson. Und dann gibt es das Field Goal. 1 Sekunde vor Schluss. Ich breche jetzt Essen. Das Ding ist gewonnen, Leute. Das geht gar nicht. Habt ihr gesehen, wie lange das Bild gehakt hat bei 17:17? Und ich dachte dann 1 Sekunde vor Schluss. Ja, okay. Verlängerung. Und dann macht Walsh das Field Goal. Weil Robinson intercepted. Ich drehe am Rad hier. Ist das geil, ist das geil. Wir schlagen in einem hochdramatischen Match die Packers. Das war wirklich hochdramatisch hier, ey. Ein nicht so guter Auto von uns, aber auch weil die Defense der Packers richtig, richtig gut stand. Und das ist doch mal von der Dramatik her genau das, was wir am Wochenende sehen wollen in den Playoffs, oder? Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ich freue mich schon total. Und ihr seht ja Mahler. 187 Yards, also so schlecht war es da nicht, ne? Trotz allem die Interception, die war natürlich fast tödlich und da kann er natürlich noch so viel erzählen. Das wissen wir, aber ein Rookie darf das auch mal, muss man ganz ehrlich sagen. Selbst wenn wir das Match verlieren, wir können nicht erwarten, dass es immer klappt. Ich bin gespannt, was das Play of the Game hier ist. Für mich muss es eigentlich der Pass auf, ja, jetzt muss es natürlich der Pass auf Jennings sein. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Hochinteressant, egal, können wir nicht ändern. Deutlich mehr Yards. Deutlich mehr Yards gemacht, habt ihr gerade in der Statistik gesehen. Und ich würde sagen, bye bye Lamberfield. Dieses Jahr sehen wir uns nicht mehr wieder. Trotz allem, ey, boah, ich bin erstmal schon wieder fix und alle hier. Boah, mir läuft die Suppe. Meine Fresse, du, ey. So ein knappes Match. Sekunden vor dem Ende liegen wir noch hinten mit 10 Punkten. Dann ein Monster. Pass auf Jennings zum Ausgleich und dann eine Interception von Robinson. Genau so habe ich eben auch geguckt hier, wie der Schlipsträger in Rot hier. Ach du Scheiße, ey. So, die Woche 12 ist hiermit ad acta gelegt und wir bleiben in der NFC North dran. Und ihr wisst genau, wenn wir den Titel hier nicht holen können in der North, dann haben wir echt ein hartes Programm in den Playoffs. Da steht uns aber so oder so bevor. Jetzt wollen wir gerade nochmal auf die, wo haben wir es denn hier?
Genau, auf die Total Offense gucken, da sind wir Letzter. Das ist total geil. Aber in der Total Defense sind wir First, ja, und das ist ja wichtig. Robinsons zweite Interception ist nicht so schlecht. Und ihr seht es ja, Peterson, Fünfter, mit seinen fast 1000 Rushing Yards schon. Die wird er voll machen. Und ihr seht ja auch Mahler jetzt mit 1800 Pass-Yards, immerhin schon mal auf der 26. Und ich finde, gesichertes Mittelfeld ist nicht, das ist nicht sein Problem. Ihr seht hier mal als Vergleich die Offensive Leaders mit Peyton Manning, der natürlich mit 3000 Yards da vorne wegmarschiert. Wir gehen gerade mal rein hier in die Season-Stats der Quarterbacks hier. Von allen selbstverständlich. Moment, das müssen wir dann auch so tun. So, wo ist das Rating? Wir gehen mal ins Rating und da seht ihr, dass Matt Barkley da das Rating anführt. Und ich sag ja, Rating ist was für ein Arsch, auch wenn Drew Brees vorne dabei ist und Tom Brady vorne dabei ist. Und da sind wir sogar auf Platz 6. Rating ist trotz allem für ein Arsch, weil das am Ende, wie ihr eben gesehen habt, mein Rating war nicht besonders hoch, aber es war trotzdem spielentscheidend. Und da sehen wir Griffin 3 und Kaepernick direkt hinter uns. Was haben wir denn hinter uns gelassen noch? Wir haben Stafford hinter uns gelassen, wir haben Russell Wilson hinter uns gelassen, auch ein richtig guter Jung. Zweite Saison von Russell Wilson. Cam Newton. Ja, von den Panthers haben wir hinter uns gelassen und natürlich einen ehemaligen All-Star mit Michael Vick. Und ja, mein Freund Eli Manning, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers weit hinter uns und hier der Quarterback, der Super Bowl-Sieger, Joe Flacco, ganz weit hinten dran. Das ist doch wirklich eine hochinteressante Geschichte. Wir gehen jetzt auch noch gerade mal hoch auf die Yards. Passing Yards, hier haben wir jetzt Manning vor Brees, das wundert mich nicht. Und Rodgers direkt dahinter, Roethlisberger, Stafford, Brady, alle nah aneinander. Und ihr seht, das Kaepernick hat auch nur 500 Yards mehr. Das sind ja nur vier Longfield-Touchdowns. Also, ne, da bin ich tiefenentspannt, was das angeht. Ich brauche die Yards nicht und ich brauche auch nicht die Menge an Touchdowns. Gucken wir mal, wo wir da landen, wie viel wir jetzt mittlerweile geworfen haben. Also, Drew Brees, da die Nummer 1 vor Manning mit 21, vor Newton und Brady mit 17. Dann kommt eine ganze Weile lang viele, viele Namen, viele, viele Namen. Und hier sehen wir Mike Mahler. Hier unten ist er. Touchdowns zählen, aber 3 Interceptions und das ist nicht so schlecht. Und der Longest war der 80er Yard, also das ist, ganz ehrlich, ich habe 3 Interceptions sind okay, ganz ehrlich. Muss man einfach mit leben in so viel Spielen. Und seit wir das Playbook der Niners spielen, ist es ja definitiv so, dass wir wesentlich mehr Risiko sehen. Jetzt seht euch das an. Rodgers hat eben die 16. Interception der Saison geschmissen. Scheiße, oder? Hammer. Peyton Manning und Luck mit 14, da sind wir also. Leute, hier, wir sind, was das angeht, das müssen wir mal andersrum aufbauen, das Spiel hier. Von den Startern, ganz ehrlich, von den Startern, dann ist hier noch Sanchez, der ist auch kein Starter anscheinend, mit seinen Stats, nein, der spielt, glaube ich, Hubala. Der spielt hier wohl keine große Rolle. Cope, Johnson, Ryan, Griffin 3 hat erst 2 geschmissen, aber sonst so muss ich ganz ehrlich sagen, hier kommen wir schon, also ist, hallo, geht schlechter, oder? Na, gucken wir mal auf die Longest Weite mit 87 ist da. Stafford ist ganz vorne dabei und wir sind immerhin auf Platz 4 der weitesten Würfe angekommen hier. Nach Rodgers und Palmer, Mike Mahler und Joe Flacco. Okay, mit dem möchte ich nicht unbedingt in den Topf geschmissen werden. Der meist bestbezahlte Quarterback um 40 mal gesackt wurde. Brandon Whedon mittlerweile hier. Ist das nicht herrlich, das arme Schwein? Und Sam Bradford, Bradford geht sich besser. Cutler ebenfalls oben dabei. Palmer auch schon 22 Sacks kassiert. Und da sind wir auch richtig gut dabei. Hier ist er doch. Hier haben wir ihn, war mit dem Mike Mahler mit 14 Sacks. Also auch ich lerne im Rookie-Alter schon, was es heißt, auf die Schnauze zu kriegen. Geile Mart, Alter. So, Completions. Wie sieht's denn da aus? Ja, Peyton Manning vor Roethlisberger und Rodgers. Versuche? Manning, Roethlisberger und Rodgers, natürlich die passfreudigsten Teams. Das ist eine interessante Statistik hier, die K.O., ja gut. Hier, das ist die aussagekräftige. Peyton Manning, fast 70% kommen an. Brady, 66%, Brees, 66% und Rodgers, überraschenderweise 62%. Die anderen, die der nicht ankommen lässt, die landen grundsätzlich beim Gegner. Und hier sehen wir Mahler mit 56%, das ist ein absoluter Okay-Wert. Und Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wir gucken uns natürlich jetzt noch eben rasch an, wer uns am Sonntag fordert im nächsten Matchup. Gucken wir mal, ja, lade du mal. Ah, oh, wir sind in Schlagzeilen, die habe ich gerade nicht gesehen. Ja, danke, danke. So, Advance Week, ich guck mal, was jetzt passiert. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall Sonntag zum nächsten Match. Wenn die Playoffs mitten im Gang sind, da sind ja die
Wildcard-Spiele waren ja an diesem Wochenende und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und wenn wir unser Video zeigen, dürfte noch kein Spiel, ne, Sonntag auf keinen Fall abgeschlossen sein. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich bin der Meinung, Samstag sind auch Matches, vielleicht können wir auf die eingehen. Ich kann euch aber nicht sagen, ob ich das Samstag oder schon am Freitag spielen muss. Ich denke eher am Freitagabend. Und wir treffen natürlich auf Chicago, auf die warten wir und guckt euch das an, diese Lions. Schon wieder haben die gewonnen. Wir also im nächsten NFC North Direktduell mit den Chicago Bears. Die haben wir auch schon einmal geschlagen. Und damit würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, votet einen Daumen nach oben. Und lasst uns noch ein Abo da, da wäre uns am meisten geholfen. Ich würde sagen, eine schöne Woche, viel Spaß in der Vorbereitung auf die NFL Playoffs und drückt Mike Mahler weiter die Daumen.